Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem kurzen, knackigen Video. Ich habe von UPS was bekommen. Das wollen wir nur mal schnell unboxen. Ich muss die Tüte jetzt halt so wegpacken, damit man die Adresse nicht sieht. Ich mache es nämlich dann wieder in die Tüte rein. Und zwar ist mein erstes Testobjekt gekommen für die PS5. Steht auch P5 drauf. Und zwar von Crucial. Die kennt da vielleicht, von denen ist mein Arbeitsspeicher. Der Ballistic Tactical, den ich drin habe, der mit den LEDs. Ist ein Terabyte, also 1000 Gigabyte. Eine M2 SSD. Die Übertragungsrate steht jetzt hier nicht drauf, oder? Nee, steht hier nirgendwo drauf. Laut Internet hat die Schreiben mit 3,5 und Lesen mit 3. Da müssen wir mal gucken. Also ich weiß nicht, inwiefern die mit der PS5 kompatibel ist. Das wollen wir ja testen. Und wenn es da nicht klappt, nehmen wir sie für den PC. Dann testen wir sie da auch nochmal. Ich weiß, wenn man eine langsamere SSD einbaut in der PS5, dann wird die dann als Bibliothek genutzt. Also dann kann man Spiele dahin verschieben und dann sind die da und man kann sich die auf die interne wieder zurückholen, wenn man sie braucht. Dadurch, dass die SSD ziemlich schnell sind, schneller als eine normale Festplatte, logischerweise. Wenn man aber eine SSD hat, die die Anforderungen von Sony entspricht, wo Sony das halt noch nicht lizenziert hat für irgendwelche Festplatten, also beziehungsweise M2. Es kann sein, dass die so einen Stempel kriegen, weiß ich nicht. Die Schnelligkeit haben, kann man dann halt auch Spiele auf die M2 machen und von da aus starten. Aber wir werden jetzt erstmal reingucken. Die ist ja klein. Ich hätte gedacht, die ist größer. Ich habe, das ist ja das erste Mal, dass ich eine M2 bei mir habe oder überhaupt sehe. Crucial SSD. Die haben auch normale SSD für eure PS4, falls euch das vielleicht interessiert. So, hier haben wir dann K.O., denke ich mal, koreanisch, TW für Taiwan, CN für China, RU, also die großen, EN für Englisch, DE für Deutsch, IS für Spanien. Achso, da unten sind noch mehr Sprachen. Französisch, Italienisch, PT, GB, keine Ahnung. Und Ja für Japan, denke ich mal. Erste Schritte. Support SSD. Achso, da sind wir hier. Sie benötigen Hilfe. Und dann haben wir auch hier einen Support. Okay. Brauchen wir nicht. Wir gucken uns die jetzt einfach mal an. Weil nur so auspacken ist ja auch doof. Damit ihr sie mal seht. Wirklich eine ganz kleine P5 M2 2280 mit einem Terabyte. So, nehmen wir mal raus. Da ist er. Das gute Stück. Ich werde mal kurz die Lampe ausmachen, weil ich denke mal, das ist zu viel Licht, denn wenn es nah dran ist. Ja, das ist die SSD. Und da müssen wir jetzt warten, bis die PS5 da ist. Der 19. November ist nicht mehr lange hin. Ich bin gespannt. Ich packe das mal hier wieder vorsichtig ein. Und selbst wenn das dann nicht funktioniert, dann kommt die halt in PC. Hat den Vorteil, dass ich meine normale SSD, die sind 500 Gigabyte, dass ich die dann
Also die würde ich dann erst nehmen, wenn ich PC das nächste Mal neu mache. Und die normale SSD, die würde ich dann nehmen für Aufnahmen, die 500 Gigabyte. Oder halt die vielleicht sogar für Aufnahmen, dass es schneller läuft und funkt so nuckelt. Weil mit einer normalen Festplatte, wenn du da in 4K HDR aufnimmst, von der PS4, beziehungsweise ja dann bei der PS5 Pro, PS5, PS4 Pro, Mensch, PS5. So, dann ist das schon von Nachteil, wenn das zu langsam ist. Das hatte ich schon alles probiert. Also da ich habe da jetzt eine SSHD drin. Die geht, aber die stößt auch schon an ihre Grenzen. So, die ist auch wieder verpackt. Die werden wir jetzt aufheben. Und sobald die PS5 da ist, wird es natürlich die Livestreams zur PS5 geben. Ich werde die hier oben hinlegen und griffbereit haben. Und dann werden wir die natürlich dann auch nach dem ersten Eindruck und so einbauen. Und dann mal gucken. So, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Haltet euch den 19. November im Kalender fest. Da werden wir frühs einen Stream machen auf YouTube, wie ich losfahren werde, mit euch zusammen meine PlayStation holen werde aus dem Lager. Und dann, ja, dann machen wir zu Hause. Wollte ich dann hier streamen, wie ich sie unboxe und der erste Eindruck. Und da wird dann praktisch, ihr werdet dann den gleichen Blickwinkel haben wie jetzt. Und hier neben mir dann, oder hier vorne, ich weiß es noch nicht, hier oder hier, wird dann mein Stativ sein, beziehungsweise mein Schwanenhals rangemacht für das Handy, für den Livestream. Und der Livestream wird dann so lange auf YouTube sein, bis das Video, was ich mit der Kamera, wo ihr jetzt gerade guckt, fertig bin mit dem Drehen. Also da sind wir auf dem Laufenden. Ich bin jetzt weg. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Das hat euer Odin.